Auf eisglatter Fahrbahn sind am frühen Morgen gegen 8 Uhr im Landkreis Göttingen zwei Menschen ums Leben gekommen. Aus bisher noch nicht geklärter Ursache kam das Fahrzeug in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und krachte frontal in einen entgegenkommenden LKW. Der Fahrer des LKW hatte bei den engen Straßenverhältnissen keine Chance mehr auszuweichen. Zur Unfallstelle wurden neben der Feuerwehr drei Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber gerufen. Der eintreffende Notarzt konnte jedoch bei den beiden 44 und 18 Jahre alten Frauen nur noch den Tod feststellen. Die Landstraße 559 zwischen den Ortsteilen Adelebsen und Güntersen musste bis ca. 10.30 Uhr voll gesperrt werden. Über die Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen.